nicht mehr, ja. Und dann habe ich gedacht, Junge, hast du all das, was du gelernt hast, funktioniert nicht mehr, ja. Und ich muss sagen, Junge, hast du all das, was du gelernt hast, funktioniert nicht mehr, ja. Und ich muss sagen, all das, was du gelernt hast, funktioniert nicht mehr. Ja. Guten Morgen, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, muss einfach hier nochmal ein lustiges Guten Morgen, Sonntagmorgen Reaction-Video machen mit einer frisch gemachten Tasse Kaffee. Oh, der erste Schluck, der ist immer gigantisch. Der ist lebensrettend, meine Damen und Herren, nicht wahr? Und ich finde es einfach so cool. Als ich heute zum ersten Mal aufgewacht bin, ich glaube, es war 8 Uhr oder so oder noch früher, bin dann natürlich liegen geblieben, weil man muss sich auch mal ausschlafen, wenigstens einmal in der Woche, sonst wird es ungesund. Dann habe ich mir gedacht, ziehe ich mir irgendwie mal so ein paar Videos rein, dann ist mir das wieder hier in die Hände gefallen. Und ich finde es einfach genial, weil es ist halt lustig, witzig und gleichzeitig auch sehr, sehr transparent und ehrlich. Der ist halt doch ein, würde man sagen, ich glaube, er hat wahrscheinlich sehr viele Deals, die ihn auch zum Millionär gemacht haben wahrscheinlich, aber er ist doch ein recht unabhängiger Journalist, dem man nicht so einfach hier den Mund verbieten kann oder könnte, selbst wenn man wollte. Und er sagt schon wirklich eigentlich auch wirklich das, was dass er denkt, was er meint. Und einmal geben uns jetzt noch die Kante hier. Einmal noch. Hast du all das, was du gelernt hast, funktioniert nicht mehr, ja? Und Finde das so geil. Diese 5 Sekunden, die sagen genau das aus, was mir schon irgendwie seit Monaten auf der Zunge liegt. Es ist einfach, ich habe wirklich so viel in den letzten Jahren mir versucht, mich zu verbessern, anzueignen über wirklich alles, was Rang und Namen hat, von Schneider, wie heißen sie alle damals, die Daytrader, die auch groß geworden sind, so zwischen 2010, 2013. Ja, wie heißen die jetzt nochmal, der Schneider und, ich weiß schon, ich habe die schon alle voll total verdrängt. Ja. Vermissen das, ja, ich weiß, auf jeden Fall. Und dann, bis vor kurzem habe ich noch verfolgt, Jens Raabe, Lars Eriksen, ja, Dirk Müller ab und zu. Schaut man sich gerne immer wieder an, weil er einfach auch lustig ist. Und viele weitere halt einfach. Ne? Also ich habe es auch nicht alle auswendig. Aber auf jeden Fall, ich habe da, glaube ich, an die 27 Kanäle deabonniert. Ja? Im Laufe der Jahre ist einiges zusammengekommen. Ich glaube, so an die 300 Kanäle. Weil es ist halt einfach momentan so, dass du könntest einen Schimpansen hinstecken wahrscheinlich und der würde genauso gut performen wie irgendwelche Fondsmanager mit zweistelligen Millionengehältern im Jahr. Ne? Und wir müssen das jetzt hier, also wirklich die wichtigste Sequenz von diesem Video, das heißt überfällige Gewinnmitnahmen, die müssen wir uns einfach gerade nochmal einziehen. Ganz kurz. Das ist jetzt was ganz Frisches, was ganz Neues. gestern Vormittag auch da und habe mir gedacht, Junge, hast du all das, was du gelernt hast, funktioniert nicht mehr, ja? Und ich muss sagen, Ja, ich finde es einfach cool. Ja, also allein das schon, tja, mehr braucht man gar nicht sagen. Ja, also den Rest können wir uns gleich sparen. Es funktioniert, also. Das ganze Finanzsystem mit ihren ganzen Charts und Indikatoren, all dieser Sumsbrumsel, ja, das ist einfach nur noch eine einzige Farce, ja. Und wenn es sogar so ein Popel wie ich erkennt, ja, dann erkennen das bestimmt auch ganz viele andere. Und ich glaube, das, ja, meine lieben Damen und Herren und Zuhörer und Zuschauer, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum, wie heißt jetzt nochmal
nicht der Bill Jones, der Warren Buffett, ich glaube, soweit ich weiß, keine einzige Aktie gekauft hat in diesen ganzen letzten 3 Monaten, ja, wo die ganzen Privatanleger hier fett Gas gegeben haben. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter hier. Wir wollen ja auch ein bisschen von ihm noch was sehen und noch was bekommen. Ich bin, Red meint ne, ja. also ich freue mich natürlich nicht über Sorry. Kursrückgänge, aber ich bin short gewesen und freue mich natürlich schon ein Stück weit, vor allen Dingen deshalb, weil wir endlich mal eine Normalisierung brauchen an. Ja, klar, wer freut sich nicht, ne? Also, ich meine, hallo. Sorry, ich muss mir meinen Eiweißriegel reinhauen. Ja. Wer freut sich nicht, wenn sozusagen hier irgendwie eine Lufthansa, eine Boeing, ja, innerhalb von 2 Wochen 50% macht, ne? Also die stärkste Rallye seit Existenz der Boeing, ja. Also das war jetzt, glaube ich, nur ein Beispiel, das er auch gebracht hat. Also innerhalb von 100 Jahren die stärkste Rallye, und das in 2 Wochen. Es sind aber so abstruse Sachen. Herz bringt er dann noch. Schauen wir uns gerne noch an. Also Herz, die sozusagen, also es ist komplett drauf aus, sind private Anleger abzuzocken. Ja? Und das sind so die Phasen ja, wie soll ich sagen, also wow. Ja, wow. Ja, also es wird die Zeit kommen wieder, wo du ins Taxi einsteigst und dir der Taxifahrer erzählt, dass er gerade super geile Aktien gekauft hat. Ja? Nicht mal einen Hauptschussabschluss, aber ja, verstehst du, was ich meine? Den Märkten. Und das, was wir jetzt erleben, und das ist auch mein Fazit, ne, also wir haben jetzt halt die Ausreden bekommen, um mal Gewinne mitzunehmen. Ne? Also Jerome Powell hätte man so oder so lesen können. Jetzt haben wir halt eine Ausrede, um mal. Sehr gut. So, ich habe hier gerade diese Kekse. Kann ich euch nur empfehlen. Wahnsinn. Gibt es bei Müller. Heißen Mirabella. Kommen ursprünglich aus Italien, glaube ich. Also, nur ganz kurz dazu jetzt noch. In Italien isst man einfach zum Frühstück grundsätzlich Kaffee und Biskotti. Ja, Biskotti sind Kekse. Und das ist bei mir halt einfach so hängen geblieben. Ne? Ja, also ich meine. Was hat jetzt er gerade gesagt? Das habe ich komplett vergessen. Die Biskotti haben mich wieder abgelenkt. Mitzunehmen. Ja? Achso, ja. Einfach mal Gewinne mitnehmen, Guys. Ja? Also Jerome Powell hätte man so oder so lesen Achso, können. ja, Jerome Powell, klar. Das ist auch wieder dieser Witz, ne? Egal, was der sagt, du kannst es immer so oder so auslegen. Also es ist auch völlig Schnuppe. Kannst du auch gleich skippen. Ja? Brauchst du gar nicht anschauen, den Schmarrn. Jetzt haben wir halt eine Ausrede, um mal Kasse zu machen, denn dass die COVID-19-Infektionen in den USA steigen, weil darüber haben. Surprise, surprise, ja. Dass die COVID-19, der haben ja nicht mal eine vernünftige Krankenversicherung, ja. Die wissen ja gar nicht, wie sie ihre Leute testen sollen. Ich glaube, dass sogar die Elite dort froh ist, dass der Virus mal so ein paar von den ärmeren Schichten mal ein bisschen sozusagen aussiebt, ja. Also insgeheim. Wir schon seit einigen Tagen berichtet, das ist nicht neu. Wir haben auch seit Tagen schon darüber berichtet, dass Joe Biden ganz gute Siegeschancen hat. Und jetzt auf einmal sind jetzt also die Gründe, naja, also ist doch ganz, ganz schlimm. Und jetzt die Märkte verkaufen ab, ja. Und also man muss die Kirche. Es ist so geil, ich liebe ihn. Mir ist quasi so zynisch, ja, so ein bisschen ironisch, Sarkasmus drin, super geil. Genau mein Ding. Hier im Dorf lassen und ich finde, apropos Wahnsinnige, schaut euch mal an, diese Grafik hier von Jesse Felder, findet ihr auch auf Twitter, sehr guter Mann. Schaut euch mal an, wie oft bei Google Search der Begriff Kaufoption und Daytrading eingegeben wurde in den letzten Tagen. Und schaut euch das mal an im historischen Bist du Daytrading? Vergleich. Wir haben hier Euphorie gehabt an der Wall Street. Und wir haben ja nun die letzten Tage oft auch darüber berichtet, dass sehr, 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 sehr viele technische Indikatoren einfach. Diese ganzen Google Search Daytrader, das sind gewiss keine Institutionellen, weil die Institutionellen, die googeln nicht den Term Daytrading. Das machen die ganzen Privaten, das ganze Stupid Money, ja. Extrem überhitzt Dumb sind. Jetzt haben Money. wir halt mal Gewinnmitnahmen. Big Deal, ja. Also da sollte man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Und ja, Boeing ist heute Morgen 10% im Minus. Wow! Aber die Aktie war 55% im Plus. Und zwar im Juni. Ja.
Wir haben gerade mal den 11. Juni. Ja. Die Banken hat es dann auch noch getroffen heute Nacht, aufgrund der Kommentare von Wells Fargo. Der Finanzvorstand sagt also, dass zum einen die Nettozinseinnahmen im Vorjahresvergleich um 11% sinken werden oder ein bisschen mehr als 11%. Das trifft natürlich alle Großbanken in den USA. Und bei dem, was Jerome Powell gestern so gesagt hat, naja, Nullzins bis mindestens 2022, dass sich die Banken darüber nicht freuen, ist logisch. Und der zweite Faktor, Wells Fargo hat also im ersten Quartal die Rückstellungen für Kreditausfälle auf insgesamt 3,8 Milliarden Dollar erhöht. Im letzten Jahr waren es um diese Zeit 830 Millionen. Und der Vorstand betont also, dass die Rückstellungen weiter steigen werden. Keine andere Bank hat das gestern bestätigt auf der Morgan Stanley Konferenz. Die machen das, was die drei Affen machen. I don't talk, I don't hear, I don't see. Heftig, ja. Also sehr sarkastisch und sehr ironisch, finde ich sehr gut. Und sehr ungesund, was er da gesagt hat. Ne? Also die Banken erwarten höhere, wesentlich höhere Kreditausfälle und die Zinsen werden gleichzeitig gesenkt. Ja, okay. Wer oder was, meine kurz eine ironische Frage, wer oder was steht denn da für das erhöhte Risiko ein? Ja, weil das ja normalerweise die Zinsen abbilden müssten. Und Banken leben ja nur von Zinsen und oder Gebühren. Okay, wer zahlt denn für dieses erhöhte Risiko? Also normalerweise müssten jetzt irgendwann mal dann auch ein paar Banken pleite gehen, tun sie aber ja so gut wie gar nicht. So irgendwas ist doch da faul im System, oder? Das kann ja jeder Depp, wird man in Bayern sagen, schon langsam mal verstehen. Wir kriegen dann in der Woche vom 14. Juli mehr Input. Da beginnt die Ertragssaison der Banken. Und was jetzt wichtig sein wird, am 25. Juni wird der Stresstest der US-Banken veröffentlicht. Sollte der besser ausfallen, könnte es sein, Stresstest, dass auch wieder grünes Licht gegeben wird für Aktienrückkäufe. Genauso wichtig der Arbeitsmarktbericht in den USA, der am 2. Juli gemeldet wird. Fällt der besser aus als erwartet. Es werden 3,5 Millionen Jobs erwartet. Wäre das auch positiv für die Banken. Aber nochmal zu Wells Fargo zurückgehend. Ich war ja in den Banken drin. Ich bin zu früh rausgegangen, weil ich nicht dachte, dass diese Wahnsinnsrallye so lange anhalten würde. Aber vergesst nicht, bei Wells Fargo ist das Risiko besonders groß, dass die Dividende reduziert oder gestrichen wird. Die Dividendenrendite ist hier extrem hoch und die Bank schüttet mehr aus, als sie einnimmt. Das ist bei Dividenden immer ein Risiko, das darf man... Höchst ungesund, meine Damen und Herren, höchst ungesund. Wenn jemand mehr ausschüttet, sprich mehr ausgibt, als er einnimmt, ist immer scheiße. Bei Wells Fargo hier also nicht unbedingt vergessen. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal beim Markt. Apropos macht es auch Daimler, soweit ich weiß, und ein paar andere noch. Die Statistik mit Daytrading habe ich euch schon gezeigt. Schaut euch diese Statistik nochmal an. Darüber hatte ich ja auch die letzten zwei Tage gesprochen, nämlich, dass der VIX A wieder hochläuft über viele Anlage. Hooray, hooray! Ja, dem VIX habe ich zu verdanken, dass ich am Donnerstag und Freitag keine Verluste gemacht habe. Obwohl der DAX 1000 Punkte gefallen ist und der S&P auch ein paar bisschen, 300 Punkte oder sowas. Yes! Mal wieder richtig das Richtige getan. Ich habe nämlich meine Position im VIX ein bisschen erhöht. Klassen hinweg, Volatilität steigt. Und hier sehen wir auch nochmal, die Grafik ist von Goldman Sachs, dass der S&P sich vom VIX sehr stark abgekoppelt hat. Und diese Lücke fängt sich jetzt an, letztendlich gesehen, zu schließen. Jetzt bleiben wir aber nochmal kurz bei der Notenbank. Ich möchte richtig so. Weiter so. Also ich lasse meine Position im VIX noch. Ja, lasse ich dann noch drin. Schauen wir mal, was da noch geht. Ne? Ich glaube, so 2000 habe ich schon verdient. Ich möchte nochmal auf zwei Punkte hinweisen, die nicht ganz unwichtig sind. Punkt 1, also die Zinsen werden auf alle Ewigkeit unten bleiben. Die seht ihr von Bespoke Investment, die Zinsentwicklung unten. Und oben der S&P 500. Und die Notenbank hatte gestern, oder insbesondere Jerome Powell, und das könnt ihr wahrscheinlich hier nicht lesen, ich werde euch das ganz kurz zitieren,
Er wurde gefragt in der Pressekonferenz, ob er denn Bedenken habe, dass sich der Aktienmarkt von der Wirtschaft abgekoppelt habe. Noch. Und die Aussage von ihm war ziemlich eindeutig, um es mal so zu sagen. Wir haben drei Aufgaben. Wir haben die Aufgabe Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt, Punkt 2, Punkt 1 und Punkt 2 Inflation, Punkt 3 dann eben auch noch irgendwie die Wirtschaft. Und die Aussage von ihm war Witzig, ziemlich ne? klar. Sollen wir jetzt darauf reagieren, dass wir Spekulationsblasen am Aktienmarkt bekommen? Oder ist es unsere Aufgabe, für Vollbeschäftigung zu sorgen? Und im Prinzip hat Jerome Powell gestern mal schön grünes Licht gegeben. Bubble, who cares about bubbles? Citigroup sagt ja, Bubblicious an den Aktienmärkten. It's getting a bit hard. Die Notenbank Jerome Powell sagt, naja, who cares? Unsere Aufgabe ist der Arbeitsmarkt. Bubblicious. Kennt ihr den Song Bootylicious von Destiny's Child? Das war genau meine Ära. Und das ist schon eine ziemlich saftige Aussage. Und schaut euch hier nochmal an, das Geldmengenwachstum weltweit, USA, Europa, Japan, ohne USA der Spitzenreiter, aber das Geldmengenwachstum global ist dermaßen krank und Ja, das habe ich euch doch gesagt mit dem Geldmengenwachstum. Mit dem Geldmengenwachstum, ja. Das war jetzt mein Versprecher, das war nicht der von Markus Koch, muss ich. Ja, das habe ich doch beim letzten Video schon gesagt, Geldwachstum, in irgendeinem Zusammenhang. Schaut euch einfach das andere Video nochmal an. dermaßen aggressiv, dass letztendlich gesehen eben doch der Aktienmarkt davon auf 6 bis 12 Monate Sicht positiv reagieren sollte. Und einige in der Community haben mich gefragt, ja, was ist denn jetzt mit der... Tja, aber langfristig wahrscheinlich auch noch sowas wie Silber und Gold. Kontrolle der Zinskurve, was bedeutet das eigentlich und welche Folgen hat das für den Aktienmarkt? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Am Rande bemerkt. Also Geldmenge. Ach, Scheiße. Gut, also. Also, jetzt habe ich mich vertippt, egal. Zinsen niedrig und Geldmenge extrem explodierend. Also gute Aussichten für Gold und Silber. Ne? Ist einfach, dass jeder und Nachbars Lumpi sehen konnte, dass wir einfach wahnsinnig heiß laufen. Ne? Ja. Gestern diese merkwürdige Aktie, bei denen die ganzen Robin Hooder etwas No, verhalten im nochmal, Staat, etwas nochmal. verhalten für die Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Aber ganz ehrlich, Hauptgrund ist einfach, dass jeder und Nachbars Lumpi sehen konnte, dass wir einfach wahnsinnig heiß laufen. Ne? Gestern diese merkwürdige Aktie, bei denen die ganzen Robin Hooder gedacht haben, hat es eine Fangaktie. Das Ding steigt durch die Decke, wird dann wieder umgespitzt in den Boden gerammt, weil die nicht begriffen haben, dass der Name ja nichts mit Fangaktien zu tun hat. Gell? Hello! Gut, also, aber das Schöne ist, und ich begrüße das, ja, look, je mehr junge Leute wir in den Aktienmarkt reinkriegen, umso gigantischer. Und ich Jetzt kann weiß mich ich, an eine warum er Lehre erinnern, ihr wisst, ich habe seine mit Abozahlen 17, 18 verdreifacht auf hat. Pump spekuliert. Und bin wahnsinnig auf die Schnauze geflogen. Auf einmal saß ich da mit 100.000 Mark Schulden. Und ich werde nie vergessen, der damalige Chef von Dean Witter hat mir gesagt, Markus, sei froh, du bist jetzt auf die Schnauze geflogen, jetzt sind es nur 100.000 Mark. Wenn du mit 50 auf die Schnauze fliegst, dann wären es vielleicht 1 Million Dollar. Und das war eine große Lehre. Deshalb, ich finde es spitze, dass diese jungen Menschen jetzt reinkommen. Siehst du? Siehst du? Wäre ich mit 50 auf die Schnauze gefallen, wäre es vielleicht 1 Million Dollar. Und ich mit meiner Mission Millionär habe ja immerhin noch 5 Jahre Zeit. 15 Jahre, ich bin jetzt 35. Ne? Und entdecken, wie spannend Wirtschaft ist, wie spannend Aktien ist. Und deshalb würde ich mich nie darüber lustig machen. Das ist eine tolle Erfahrung. Genau das brauchen wir in Deutschland. Kommt rein in die Börsen, möglichst jung, kriegt richtig eins in die Fresse, dann wisst ihr, was Börse ist. Und dann entdeckt ihr auch, wie spannend das ist. Börse beinhaltet alles. Die Trends, die man auf Es Mainstream. ist so geil, wie ihr jetzt versucht, wieder alles sozusagen hochzupushen. Ja? Also quasi vor fünf Minuten, ja, ist er noch verzweifelt, dass seine Welt zusammenbricht und alles, was er jemals gelernt hat. Ja? Und jetzt versucht er sozusagen, sich selbst wieder aufzubauen und sich sozusagen selbst
davon zu überzeugen, dass es doch eine geile Industrie ist. Und ja, klar, weil sonst würde er quasi sein, er hätte ja sonst Identitätsverlust, ja, eine Identitätskrise, ja. Der arme Markus Koch. Aber macht er gut, ja. Das ist ein guter Selbstverkäufer. In der Öffentlichkeit erst verspätet mitkriegt. Die finden zuerst an der Börse statt. Und deshalb gibt es für mich nichts Spannenderes. Also, haken wir das mal ab. Von daher also, je früher die Robin Hooder eins auf die Schnauze kriegen, umso besser ist es. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt haken wir das Thema mal ab. Kommen wir mal rüber zu Covid-19. Und Geil, um das Thema nochmal abzuhaken, was die viele auch immer vergessen, die auch irgendwie jung sind oder halt einfach noch grün in den Ohren und irgendwie in die Börse gehen und so weiter. Ich weiß ja, wie das bei mir war, also von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und heute halt etwas mehr Ahnung, ne? 10 Jahre später oder so, aber ja, schon etwas mehr wie 10 Jahre. Also, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, verdammt. Naja, ist auch egal. Vielleicht schauen wir es uns nochmal an. je früher die Robin Hooder eins auf die Schnauze kriegen, umso besser ist es. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt haken wir das. Ach so, ja. An der Börse gibt es ja immer Gewinner und Verlierer. Das heißt, wenn du und ich, also du, der sich jetzt hier gerade dieses Video anschaut, wenn du dich jetzt zu den Gewinnern zählst, du meinst also, du gehörst zu den Gewinnern, dann muss es auf der anderen Seite immer gleichzeitig Verlierer geben. Ja? Und wenn eben da draußen keine Robin Hooder oder wie ihr die halt nennt, ja, also Greenhorns, dann würde ja keiner irgendwie mehr Geld verlieren und auch keiner mehr Geld verdienen. Ja, das ist ja sozusagen dann, es wäre dann ein leerer Markt, wenn es nur noch Verkäufer oder nur noch Käufer gäbe. Also wenn alle die gleiche Meinung hätten. Und das ist ja sozusagen ein dysfunktionaler Markt. Dann wird der teilweise ausgesetzt. Das war dann, solche Situationen hatten wir eben bei der Covid-Krise, wo es dann hieß, jetzt wollen wir mal die Börse schließen für 3 Tage oder sowas, weil es nur noch auf einer Seite, weil alle nur noch auf der Verkauferseite waren. Das heißt, es muss immer Leute geben, die gleichzeitig verlieren. Das ist wie eigentlich genauso bescheuert wie im Casino-Spiel. Nur das ist Casino ist vielleicht nochmal was anderes, aber es ist einfach kein Win-Win-System. Ja? Und das muss man sich auch den ganzen jungen Menschen mal, wenn du in deinem Leben was Kreatives machen willst, ja, was Werteschöpfendes, wo Win-Win-Situationen entstehen, dann halt dich bitte fern von der Börse, weil da geht es nicht um Win-Win, da geht es nur um ich winne und du lost, ja, ich gewinne, du verlierst, ja, ich Gewinner, du Loser, ja, du Verlierer, du mit irgendwelchen anderen Leuten da draußen im Markt und im Casino, wenn du zum Beispiel Poker spielst oder irgendwas, dann ist es halt face to face. Ja, und wenn du jemanden dreimal in Folge den kompletten Stake wegnimmst, dann weißt du, dann erfährst du, was in den Menschen vor sich geht, dann hast du unter Umständen vielleicht sogar ein Problem. Nur an der Börse ist alles anonym. Aber da geht es genauso von einem Menschen weg und zum anderen Menschen hin. Und das geht auch auf jedem Level. Es geht auch im Level wie zum Beispiel den Hedgefondsmanager. Ne? Also irgendwie so ein Hedgefondsmanager mit irgendwie 5 Milliarden Volumen hat mal wieder sich vergriffen und dann wieder ein paar hundert Millionen verloren. Auch bei den ganz, ganz, ganz hoch dotierten Managern und Profis sind schon mal die ein oder anderen, ja, in den Suizid gelangt, ja, weil sie irgendwie sich vollkommen daneben vergriffen hatten, ja, und einfach mit Milliarden rumjongliert und einfach scheiße, also quasi zu den Losern gehört haben, ja, weil es immer, wenn es Gewinner gibt, gibt es immer Loser und jedes Mal, wenn er draußen einer sagt, wow, ich habe gewonnen und dies und das und jenes, genauso wie ich jetzt mit meiner Wix-Position irgendwie 1000 Euro verdient, dann in 8 Stunden. Ja, okay. Jemand anders hat 1000 Euro verloren. Ja, klar. Und wahrscheinlich noch sogar etwas mehr, weil dazwischen ist dann noch die Gebühr, ja, die du an den Broker abziehst. Und der eigentliche Gewinner ist der Broker. Ja. Und die Börse oder ja, sozusagen die Vermittler. Und das ist das gleiche wie bei Versicherungsmaklern, bei Immobilienmaklern oder beim Casino. Ja, der eigentliche Gewinner ist das Casino selbst und nicht die Spieler.
Und das ist halt was, wo manche irgendwie durch diese ganze, auch diesen ganzen Börsenhype, und diesen Börsenhype, den spürt man ja jetzt auch unfassbar stark. Ja, also irgendwie Aktien mit Kopf hat 200.000 irgendwie. Also insgesamt gibt es bestimmt schon 5 Millionen Follower da draußen, allein in Deutschland, die irgendwelche Aktienkanäle verfolgen und die mittlerweile sozusagen auf so einem Level sind, dass sie sagen, ja, ich kaufe Aktien, wenn es wieder runtergeht. Und genau das ist passiert. Ja. Wir hatten eine Krise, die größte Krise, irgendwie der größte, also es ging halt runter, ja, sagen wir mal, so schnell wie noch nie seit 100 Jahren. Und dann haben die ganzen Neulinge sich gedacht, okay, das ist die Chance. Ohne insgesamt die Erfahrungen zu besitzen, zu sagen, okay, wann steige ich wieder aus? Oh, die Rallye ist jetzt zu heiß gelaufen. Und die Gefahr besteht, dass sie natürlich sich verzocken, ja. Und ich habe mich Gott sei Dank in den letzten paar Jahren jetzt nicht mehr so stark verzockt, dass ich sagen muss, ich habe jetzt mal ein Jahr gehabt, wo ich irgendwelche Miese hatte. Ja, also ich habe jetzt endlich soweit bin ich schon. Aber es hat ewig gedauert. Ja, und das ist halt schon die Gefahr, weil, was heißt Gefahr? Das ist eigentlich das, was auch die ganzen Profis wollen, weil wenn kein frisches Dumb-Money reinkommt, wer soll denn da auf der Counterpart-Seite, auf der anderen Seite sein? Ja, der Markt funktioniert ja gar nicht. Und deswegen ist es auch teilweise ein bisschen bei manchen so Gurus und Kurse, was es da draußen alles gibt und so weiter, auch eine ziemliche Heuchlerei zu sagen, ja, ich bringe euch allen jetzt bei, wie es richtig geht. Dann würde der Markt nicht mehr funktionieren, wenn jetzt alle wissen würden, morgen steigt's, morgen fällt's. Ja, weil der Markt, das System als solches benötigt immer eine ganz große, am besten viele mit kleinen Beträgen, ja, die genau das Falsche zum richtigen Zeitpunkt tun oder eben einfach genau, also auf der Loser-Seite halt sind, damit das System insgesamt überhaupt funktionieren kann, damit einfach auch überhaupt Gewinne entstehen können. Ja. Es gibt hier keine Win-Win-Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kurse macht da draußen, Coaching-Kurse oder sowas, wie verdiene ich jetzt, wie digitalisiere ich mein Unternehmen? Dann kann, auch da können Verlierer entstehen, aber da gibt es Modelle, da gibt es Win-Win-Situationen. Ja, ich digitalisiere mein Unternehmen, ich habe quasi Optimierungen und dadurch optimiere ich auch dann wieder die Produkte und dann hat wieder mein Kunde was davon und so weiter. Aber es gibt auch da immer irgendwo Verlierer, aber nirgendwo ist es so evident und so offensichtlich und so vonnöten und obligatorisch, ja, dass bei jedem Gewinn auch gleichzeitig im gleichen Maß oder noch etwas höher plus Gebühr einen Verlierer geben muss. Und das sollte man einfach mal viel öfter da draußen verbreiten. Und ich sehe keinen von diesen 500 Millionen Follower-Kanälen alle zusammengerechnet, ja, egal wie sie alle heißen, die das mal immer wieder mal betonen, ja. Tja, weil es halt unpopulär ist. Ja, fuck it, ja. Es ist aber die Wahrheit und genau das sollte man den ganzen Neulingen mal auch wirklich sagen. Dass sie sozusagen erstmal Fischfutter sind im Haifischbecken und keine Fische. Ja, sie sind vielleicht Fische, aber ganz kleine Fische und als Fischfutter gedacht. Ja? Okay, nur mal so viel dazu. Thema mal ab. Kommen wir mal rüber zu Covid-19. Und ich hatte darüber schon gesprochen zum Wochenauftakt und auch Ende letzter Woche. Man darf eines nicht vergessen und diese Grafik ist wirklich extrem wichtig. Wir sehen hier mal zusammengefasst von der CDC die Anzahl der Neuinfektionen oder der Infektionen in den Vereinigten Staaten In in Blau. Brasilien und Mexiko. Dann in Brasilien und dann unten dieses ganze Gekrüssel unten, das sind, was weiß ich, das sind die Länder Europas, das sind Asien. Das Gekrüssel unten. Was wir hier ganz klar sehen, ist, dass der Ausgangspunkt der Teil. Schaut mal, wo Italien ist. Ja, Italien geht es doch so schlecht. Ja, unglaublich. Aber auch im Gekrüssel drin. Ja, stell dir das mal vor. France und so weiter. Alles im Gekrüssel. Und was ist das? Japan. Japan ist abgezogen hier nach oben, oder was? Ne, Brasil. Japan ist doch die gleiche Farbe wie Brasilien, oder was? Ne, das ist da unten irgendwo, kreucht es rum. Total verwirrend. Aber Brasilien hat es halt voll krass erwischt. Und Mexiko auch, die ersten paar Wochen. Oh, Mexiko ist immun, ja, passiert nichts. Und dann haben sie es natürlich, ja, immer das Gleiche, ne? Teillockerung der Wirtschaft ein ganz anderer ist in den USA, wie zum Beispiel in Europa. In Europa hat man es richtig gemacht.
Man hat erst mal gesehen, dass die Fälle deutlich zurücklaufen. Ne? Insbesondere Deutschland wird immer wieder gelobt. Und dann hat man eine... Guys, ich muss mal kurz Pause machen. Das werdet ihr gar nicht mitbekommen, weil ich kann hier nämlich auch pausieren und dann geht es automatisch weiter. Ich muss nämlich unbedingt noch eine zweite Tasse Kaffee mehr machen. Ja? Mit meinem Logo drauf, logischerweise. Also nur für diejenigen, die sich dann wieder aufregen. Guys, da bin ich wieder. Eine frisch gemalten Tasse. Und heute mal, ich halte es mal in die Kamera, also wirklich eine Empfehlung von ganzem Herzen an alle Kaffeetrinker da draußen. Schweizer Schimli. Ja, Schimli ist nichts anderes wie die von euch, die ab und zu mal in der Schweiz sind, so wie ich. Also Schimli ist so was wie Kaffeecreme. Ja, das nennen die Schimli. Also ich halte es nochmal in die Ding. Ja, also sehr stark, sehr gut. Keine Ahnung woher. Nespresso natürlich, was sonst. Okay, klar. Ja, gutes Aroma. Also wirklich gut. Ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht wirklich meinen würde, gell? Teillockerung umgesetzt. Alles richtig gemacht. In den USA, und nicht nur in den USA, wir haben das im Übrigen auch in Russland. Jetzt wird gelobt. Europa wird gelobt. Dafür lieben wir den lieben Markus Koch. Mhm. Lieber Markus Koch, ganz lieb. Wo hab ich das hier? Ne? Ich habe das mal zusammengefasst. Wir sehen das in Mexiko, in Indien, in Russland und in anderen Staaten, auch den USA, bei denen die Infektionen entweder immer noch extrem steigen oder sehr hoch sind, bei denen die Wirtschaft geöffnet wird. Weil man halt sagt, ey, die Wirtschaft muss laufen, also machen wir lieber auf und managen die Healthcare-Folgen dann später. Aber das birgt natürlich immense Risiken und wirft die Frage auf, ob wir eine zweite Welle kriegen. Und in den USA... Schau, also meine persönliche Meinung, und das ist wahrscheinlich auch das, was passieren wird. Natürlich kommt eine zweite Welle, aber wie stark die ist, ne? Und wie sehr dann damit umgegangen wird, ob man dann wieder sagt, okay, wir machen jetzt halt wieder diesen Shutdown und riskieren damit, dass die ganze, also dann komplett die Wirtschaft abnippelt, ja, weil wir können nicht jetzt halt dann nochmal irgendwie Kurzarbeit und so weiter und nochmal 10 Trilliarden drucken und so weiter. Oder dass wir einfach sagen, naja, gut, dann ist halt die zweite Welle da und es werden halt ein paar Leute krank und irgendwann trägt sich das sowieso dann aus, ja. So wie jede andere Grippe halt auch. Und es sterben halt ein paar Leute, aber ganz ehrlich gesagt, es sterben immer noch 10-mal mehr Leute im Straßenverkehr täglich, als wie im Monat an dieser Corona-Krise in Deutschland, ja. Also, das ist halt einfach alles mal auch in Relation zu setzen und was auch in den USA und in Russland ja gleichermaßen ist. Die sagen sich, naja, wir haben sowieso nicht genügend Krankenhäuser, ja, und viel zu viele Gefangene und wir können nicht einfach sagen, so wie in der Türkei, naja, jetzt entlassen wir mal die ganzen Gefangenen oder im Iran, weil unsere Gefängnisse sind überfüllt, ja. Das ist ja bei den Gefängnissen in den USA nicht staatlich, das ist ein Businessmodell, ja. Da gibt es Leute, die da immens Kohle dran verdienen an diesen Gefängnissen. Und die werden den Teufel tun und die einfach freilassen. Und Krankenhäuser, das ist alles voll privatisiert. Da gibt es nichts, das ist alles durch und durch Kapitalismus. Und die sagen sich halt, naja, was ist jetzt günstiger, dass ich da ein paar Leute verrecken lasse oder dass ich da irgendwie die Shutdown mache? Ja, ganz einfach. Ja, eine ganz einfach ökonomische Rechnung ist es bei denen und deswegen wird da auch nicht das genauso vollzogen wie in einem etwas sozialistischeren Europa. Ich weiß nicht, oder vielleicht mittlerweile doch sehr sozialistisches Europa, ja, wo die Schulden vergemeinschaftlicht werden und alles Mögliche. In den USA, obwohl es das gleiche Land ist, wenn da jetzt, sagen wir mal, Kalifornien sagt, oh, wir haben ein Problem, wir werden fast pleite. Dann sagt sich Washington, naja, schau, dass du wieder selber rauskommst. Da ist jedes, wie nennt sich das, Bundesstaat, ist für sich verantwortlich. Ja, und wir haben das ja quasi vergemeinschaftlicht innerhalb von Deutschland und jetzt innerhalb von Europa. Ja, abgesehen davon, dass wir ständig irgendwelche Subventionen in die ganze Welt verstreuen, das machen wir sowieso schon immer, ja, nach Israel, nach Afrika, was weiß ich, überall hin.
in den IWF und ja, wir sind ja die fleißigen reichen Deutschen, ja, uns kann man ja ausnehmen bis zum nächsten Weltkrieg und dann bauen wir eh wieder alles von vorne auf. Also, hey, ich an der Stelle, ich empfehle euch jetzt mal, es hat jetzt nichts mit Markus Koch zu tun, aber trotzdem in dem Zusammenhang, schaut euch mal die zwei Dokumentationen. Also ich zahle gerne 10 € für Netflix im Monat. Gleich dazu, ich habe die Aktie nicht, nie besessen. Da war ich zu spät dran. Hatte auch kein Geld dafür in dem Moment. Aber diese 10 € investiere ich gerne. Es gibt eine Menge Müll auf Netflix, aber es gibt Dokumentationen, wie zum Beispiel die zwei, das Deutsche Reich, also wie Deutschland entstanden ist vom 7. Jahrhundert an mit den Vielvölkerstaaten und so weiter. Schaut euch das mal alles an. Ja? Da sind auch ein paar krasse Kommentare dabei von Historikern, wo ich mir denke, wow, boah, ein bisschen heavy. Ja? Also so, naja, also Bismarck war schon super, super geleistet Außenpolitik. Ja? Und einfach mal so unter den Tisch, also in dem gleichen Atemzug berichten sie halt davon, wie er halt Paris niedergebombt hat und mit Frau und Kind, ja, so gegen 1800, wann war das, 1874 oder wann das war, ja. Okay, aber da kann man einiges von lernen, jetzt nochmal kurz ausgeschwiffen. Aha. Und ich weiß, diese Grafik kann man nicht lesen. Ich glaube, das war New York Times oder Washington Post ist die Zusammenfassung. Und hier sehen wir mal, wo gibt es die neuen Cases? Ne? Arizona, deutlich hoch in den letzten 7 Tagen. In North Carolina, in South Carolina, in Arkansas, Oregon, Alaska, in Texas insbesondere. Wir haben mittlerweile in über 20 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Mal kurz. Was interessiert uns hier wirklich, Herr Bundesstaat? Kalifornien, okay. Einigermaßen stabil. Wo ist Texas? Texas. Oh, die waren schon ganz weit unten. Und jetzt ziehen sie wieder an. Schade. Florida, Texas und Kalifornien. Das ist das, was uns interessiert, Guys. Wo ist Florida? Ah, krass, auch wiederum auf. Weil Texas, also das sind einfach die heißesten Girls drüben. Ja? Also kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr jung seid, geht darüber, habt Spaß, lernt Leute kennen. Ne? Also wenn ihr Männer seid oder Frauen, weiß ich nicht, bin ja keine Frau. Arkansas, Oregon, Alaska, in Texas insbesondere. Wir haben mittlerweile in über 20 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten stark steigende Covid-19-Infektionen. Und bei den ganzen Protesten, die wir hatten, wird sich das weiter verschärfen. Das ist also auch ein gewisses Risiko, das wir haben. Und warum ist das wichtig? Naja, selbst wenn wir eine Teillockerung der Wirtschaft weiter fortsetzen, wird die wahrscheinlich holpriger verlaufen, als wenn wir jetzt keine zweite Welle hätten. Also das darf man hier nicht unterschätzen, vor allen Dingen auch in Anbetracht des hochbewerteten Marktes. So, und jetzt möchte ich noch zwei Sachen einblenden. Einmal einen sehr interessanten Chart. Und ihr wisst, dass ich in den letzten Wochen ja immer wieder gesagt habe, Dollarindex short. Dollarindex short. Sinkender Dollarindex. Und viele haben gesagt, naja, das kann gar nicht sein. Warum soll das? Die Bilanz wird ausgeweitet und bla bla. Der Euro ist so eine Katastrophe hin und her. Siehe da. Siehe da, Guys, hört doch mal, was der Onkel Markus euch erzählt, der Onkel Koch. Ja? Ihr ungläubiges Volk, ihr Ungläubigen. Der Euro-Dollar-Index, der US-Dollar-Index sinkt. Und jetzt schaut euch mal diese Grafik hier an von, sorry, blenden wir die erstmal ein, von Nautilus Research. Findet ihr auch auf Twitter. Euro-Dollar. Der ist schon geil mit seinen ganzen Grafiken und so. Also, der macht schon eine Menge Research. Macht seinen Job schon recht gut, muss ich sagen. Also, deswegen schaue ich ihn auch immer trotzdem wieder gern an. Obwohl ich alle deabonniert habe. YouTube weiß es, dass ich ihn anschauen will und schlägt mir dann sein Video vor. Ah, jetzt habe ich wieder. Das muss YouTube nochmal besser machen hier mit dem Dingsbums da. Dass ich mich wieder vertippe. Euro-Dollar monthly und schaut euch mal die Zyklen darunter an. Der Euro-Dollar, der Euro hat ganz gute Chancen Schimli! anzuziehen. Europa hat auf einmal eine Fiskalpolitik, die pro Wachstum ist. Europa ist niedriger in der Bewertung.
Die EZB hat schneller reagiert als im Umfeld der Finanzkrise und die USA verschulden sich wesentlich schneller und die Bilanz in den USA steigt wesentlich stärker als in Europa. Das ist Euro-bullish. Das darf man also nicht unterschätzen. Und an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, der kleine Hinweis zu all diesen Crash-Gurus, nicht wahr? Ihr kennt die Namen. Fängt mit F an, ne? Frederick war es, glaube ich, ne? Oder Mr. Ja, Mr. Duck. Was? Friedrich? Ich heiße Thomas Klein. Ja? Ich heiße hier, ich bin der größte Cash-Guru in ganz Europa. Wie kann das sein, dass der mich nicht kennt, dass der mich nicht namentlich nennt hier? Eine Frechheit. Jetzt habe ich mich wieder vertippt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. YouTube! Fucking hell, Mann! Die Bilanz in den USA steigt wesentlich stärker als in Europa. Das ist Euro. War, ihr kennt die Namen, Ja, fängt mit F an, ne? Thomas Klein. Frederick war es, glaube ich, ne? Oder Mr. Ja, Mr. Dax, ne? Die alle sagen, ne? Der Euro geht unter und ne? Bla bla. Aufgepasst. Aufgepasst, Jungs. Ja, aufgepasst. Mittlerweile sagt selbst Dirk Kräuter, ah, Dirk Kräuter, fucking hell, Mann. Dirk Müller. Also, ich garantiere euch, in meinem Café ist nichts anderes drin als Schimmli, ja? Jeden Fall. Dirk Müller sagt mittlerweile, naja, der Euro, so wie es aussieht, wird uns der Euro wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten, aber halt dann in Form einer Kryptowährung und nicht mehr im Bargeld. Ja, selbst er, der irgendwie 30 Jahrhunderte lang davon gesprochen hat, dass der Euro auseinanderbricht, hat mittlerweile seine Meinung geändert. Surprise, surprise! Ja, und also was man hat, man kann auch, wenn man 100 Milliarden verwaltet und 10 Millionen im Monat verdient, kann man jederzeit seine Meinung ändern. Überhaupt kein Problem. Ja, ja, warum auch nicht? Ich hoffe, ihr macht die gleichen Berichte, wenn der Euro auf einmal überraschend fest wird. Ne? Denn langsam wird es alt mit eurem Euro-Crash und der Euro geht unter. Seit wie vielen Jahren predigt ihr das? So richtig schön von oben herab, so ein bisschen der blanke Hohn, ja, so langsam wird's ein bisschen altmodisch mit eurem Euro-Zerbrechen-Geschwafel, meine Damen und Herren, mit euren 100.000 Followern, ja, okay, ja, total cool, ich liebe ihn. Finanzkrise? Please, give me a break. Ja? So, und jetzt kommen wir rüber zu den Please give me a break. Such is life, guys. Einzelwerten. Also, auf breiter Front heute Gewinnmitnahmen. Ja? Das vorweg. Boeing 10% im Minus. Wir haben heute die Meldung bei CNBC, dass man Ende Juni die Rezertifizierungsflüge für die 737 MAX aufnehmen wird, wird aber ignoriert, weil die Aktie einfach gelaufen ist wie Nachbarslumpi, also 10% runter. Disney, auch heute Morgen Kursverluste. Ist eigentlich eine alte Leier. Ne? Es wird seit Tagen berichtet und es ist seit Tagen auch bekannt, dass im Juli die Erlebnisparks wieder aufgemacht werden. Jetzt gibt es also die Details. Disney Grand California Hotels und Spas machen und Disney Paradise Hotels am 23. Juli. Disney Parks, Disney. Also ich Halt, stopp, hold on, guys. Die ganzen Erlebnisparks werden wieder aufgemacht, Casinos etc. etc. Frage: Laufen die dann da alle mit einer bloody Maske, mit einer Maske durch die Gegend, ja, mit ihren Kindern und in den Erlebnisparks, ja? Ich hoffe es mal nicht, weil das wäre auch eine Farce, ja. jetzt gar nicht alles durch. Also zwischen dem 9. und dem 23. werden wir in Florida die Neueröffnung sehen der Disney oder Wiedereröffnung der Disney Parks und Hotels. Dann haben wir Grubhub. Die werden nicht gekauft von Uber, sondern von JustEatTakeaway.com. Der Deal im Wert von 7,3 Milliarden Dollar. Die Aktionäre von Grubhub werden mit 0,67 JustEatTakeaway-Aktien abgefunden. Im Wert von 75 Dollar, bin ich mal gespannt, wo die heute notieren, ne? Nach Bekanntgabe. Dann haben wir Eli Lilly. Hier heißt es, der Pharmakonzern könnte bereits im September
eine Behandlungsmethode für Covid haben. Das berichtet Reuters. Wir haben Philip Morris heute Morgen auch im Minus. Die sagen also, die Gewinne im zweiten Quartal werden am oberen Ende der Erwartungen liegen. Wie dem auch sei, wird der Umsatz etwas stärker sinken als erwartet, um 12%. Bisher wurde eine Spanne von 8 bis 12% bekannt gegeben. Tyson Food, die Aktie, ich habe auf breiter Front meine Aktien rausgeschmissen, nur um es nochmal zu sagen. Bravo! Ich nämlich auch. Zum größten Teil. Sorry. Ich habe einfach als Selbstständiger nicht den Nerv für langfristige Buy-and-Hold-Strategien, wo selbst ein wirklich alter Hase, wie ein Markus Koch sagt, hey Leute, alles, was ich bis jetzt gelernt habe, funktioniert nicht mehr. Sorry. Also da habe ich nicht das Nervenkostüm für Buy-and-Hold-Strategien. Da muss man sich einfach anpassen. Ich habe jetzt nur noch einen so einen uralten Fonds, ja, der läuft einfach, das sind irgendwie 20 Euro im Monat, aber die größeren Beträge, also sorry, nee. Das, was ich mir über Jahre sozusagen mühselig aufgespart habe und dann passiert wieder irgendein Käse, wo kein Mensch hätte wissen können und dann ist das Ding wieder 50% weniger wert, kein Bock drauf, echt nicht. Und Stops funktionieren nicht in den dysfunktionalen Märkten, so wie wir sie im März und im April hatten. Ja? Das haben wir alle gesehen. Das ist gar nicht so lange her. Food war zeitweise 15% im Plus. Es gab mittlerweile Vorfälle wegen Preisabsprachen für Hühnerfleisch. Man kooperiert im vollen Umfang mit dem US-Justizministerium und bekommt daher auch Leniency. Leniency bedeutet, dass die Mitarbeiter, die für Preisabsprachen verantwortlich sind, nicht nach Strafrecht verdonnert werden und dass kein Knast droht für diese Kooperation. Tyson Food hat aber darunter auch gestern bereits gelitten. Und damit bin ich dann eigentlich auch durch. Ja? Gott sei Dank. Wünsche euch einen wunderbaren Handelstag, beziehungsweise habt ihr ja in weiten Teilen in Deutschland Feiertag. Genießt Brückentag. Den und wir sehen uns dann trotzdem morgen wieder und hier der Abspann. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Das finde ich auch gut. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die... Ja, den könnt ihr euch dann selber noch reinziehen. Das war's für dieses Reaction-Video. Diesmal ohne irgendwelche Werbesequenzen, weil, das habe ich auch im Nachhinein gecheckt, der hat die gleichen Videos nochmal auf irgendeiner Handelsblatt-Plattform und die schalten dann Werbung. Habe ich damals gar nicht gecheckt, als ich das letzte gemacht habe, aber ist auch egal. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet den Sonntag genauso genießen wie ich und haltet die Ohren steif und lasst euch um Gottes Willen nicht von der Dumb-Money-Welle dann in irgendeine Richtung ziehen, weil tja, also es gibt eine ganze Menge, abschließend mit noch ganz kurz sagen, ich habe letzte Woche mit einem Chief Executive gesprochen, im Zuge meiner Tätigkeit und das war ein Mittelstand von 250 Millionen Umsatz, ich nenne nie Namen, ist alles anonymisiert, ja, aber die stellen letztendlich Teile her von riesigen Kränen, also Kräne, die so 4-5 Millionen Euro kosten, ja, so Baukräne und Lastwagenkräne, also das Größte, was es gibt an Maschinen. Und die erwarten sozusagen den richtigen Umsatzeinbruch erst in 6 Monaten. Warum? Weil die Sales Cycle von so großen Produkten, die 4, 5, 6 Millionen Euro kosten, eben ein Jahr sind. Das heißt, die Aufträge, die vor Covid-Shutdown, die werden jetzt noch abgearbeitet. Aber die Auftragslücke, die hat dann erst so richtig die Folgeerscheinungen davon, die finden erst in 6 Monaten statt. Und so geht es ganz vielen im Mittelstand in Deutschland. Und da kommt, glaube ich, nochmal was auf uns zu. Was die ganz normalen, die einfach nur ARD und ZDF schauen und vielleicht noch ein paar irgendwelche YouTube-Videos und Kanäle, gar nicht auf dem Radar haben. Ja. Und wenn du einfach mit der Industrie direkt keine
Wenn du einfach den ganzen Tag irgendwo im Büro arbeitest oder bei Lidl oder bei Aldi oder meinetwegen auch beim Zahnarzt oder sonst irgendwas, du hast ja keinen Kontakt zur Industrie. Ich habe den Gott sei Dank und da habe ich halt immer wieder so auch so ein paar Warnsignale und so ein paar extra Infos. Genauso wie damals mit der Autoindustrie. Ja. Naja, also da kommt nochmal was auf uns zu in Deutschland mit dem Mittelstand, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein, Daumen hoch, tschüss.